Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Dragon Age Origins. Und letztes Mal hatten wir uns diesen verdammt geilen Golem geholt. Wie geil ist das denn? Okay, er ist schon ziemlich geil. Und ich finde auch ziemlich geil, wie er mit mir redet. Ich bin ein S. Karte. Ich denke mal, ich hoffe zumindest, dass man hier so schnell reisen kann. Und es geht genau so, wie ich wollte. Perfekt. Hoffentlich kommt gleich irgendwo mal ein Fight, wo man ihn vielleicht in Action sehen könnte, den Golem. Und... okay. Nettes Wäldchen. Den unbewaffneten Mann genauer betrachten. Die Wachen genauer betrachten. Die Wache tragen Uniform von Ben Lauren. Einen niederen Lord, der für seine schwankende Loyalität bekannt ist und dafür verachtet wird. Den unbewaffneten Mann beachten. Zu deiner Überraschung erkennst du die Uniform von König Kaelens Ehrengarde und deine Erinnerung steigt in dir auf. Du hast in Ostagar an der Seite dieses Mannes gekämpft. In die Auseinandersetzung eingreifen. Scheiße. Fuck. Ich hätte vielleicht warten sollen, bis sie... ich bin so unschlüssig. Ich mache jetzt mal was ganz Unnatürliches. Ich lade das Spiel neu. Und zwar nur deswegen, um zu sehen, ob er auch sterben würde, wenn ich einfach nur warte, bis sie weggehen. Ich meine, ich kann ja immer noch danach wieder hingehen. Und... also wieder hingehen und das Ganze wieder eingreifen. Ja, ist okay. Warten, bis Wachen weggehen. Okay. Okay. Bedeutet, ich werde jetzt erstmal noch einmal laden, nur um zu sehen, was die anderen Leute für Loot droppen. Ich gehe nämlich davon aus, dass es gar nicht so eine dumme Idee war, hier hinzugehen und da einzugreifen. Aber wir wissen immerhin, dass er, egal wie wir es gemacht hätten, gestorben wäre. Sehr gut. Bedeutet, in die Auseinandersetzung eingreifen und jetzt greifen wir an. Wo gehen wir runter? Ach, hier hoch. Hier. Okay, ich habe eine saugute Idee. Yeah. Ja, das ist halt nicht so geil, wenn er unsere eigenen Dinge auch weghaut, ne? Aber 44 Schaden, das ist dann doch schon ziemlich... okay. Das ist nicht schlecht. Ja, ich glaube, ich heile mich jetzt erstmal. Okay, ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich mit dem Golem kämpfen soll. Okay, aber er macht echt nicht schlecht Schaden eigentlich, obwohl er kämpft ein bisschen zu langsam. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, wenn ich ihn auf Tank spiele, ist es, glaube ich, eine sinnvollere Sache. Gebrüll. Mast-CD. Ja, puh, ne? Muss ich rausfinden. Aber erstmal Kräuter. Kräuter über alles. Noch mehr Kräuter. Hier oben vielleicht einer von denen Loot gedroppt. Ja, und Kräuter. Ein Schild, was unnütz ist. Ich nehme es trotzdem mit. Wie gesagt, jetzt kann ich es noch verkaufen. Dann ist es auch kein Problem. Hier nochmal ein Langbogen. Ist auch Müll wahrscheinlich. Die königlichen Farben des früheren Herrschers von Ferelden sind selbst durch den Schmutz auf der Uniform des Mannes noch zu erkennen. Ja, kann ich irgendwas auswählen? Aus der Nähe betrachtet ist das Gesicht des Mannes unverkennbar und du erinnerst dich an ihn. Sein Name ist Elric Maragain. Er gehört zu Kaelens Ehrengarde in Ostagar und zwar außerdem ein enger Vertrauter des Königs. Vielen Dank, ich hatte gehofft, meine Flucht würde länger unbemerkt bleiben.
Ich wollte mich in den Wäldern verstecken, aber die Zeit war zu knapp. Und nun bin ich ein toter Mann. Die Zeit war zu knapp. Was meint ihr damit? Ihr wart auch in Ostagar. Ihr wisst, was geschehen ist. Für mich konnte es nur so enden. Außer ich wäre in den Mägen der dunklen Brut gelandet oder als Deserteur gehängt worden. Ihr seid desertiert? Als Logain uns verriet, bin ich aus der Schlacht geflohen. Ich habe meine Männer im Stich gelassen. Und sie fanden den Tod, genau wie Kaelin. Er war mein König und mein Freund. Beim Erbauer. Ich saß so lange in Ben Lawrence Kerker und konnte einfach nicht aufhören, darüber nachzudenken, wie viel Leid diese eine dunkle Nacht in Ostagar über sie gebracht hat. Der Tod war nicht eure Schuld. Ich weiß. Selbst wenn Logans Männer uns nicht im Stich gelassen hätten, war die dunkle Brut zu zahlreich. Sogar Kaelin wusste trotz seiner großen Worte, dass wir in Ostagar keinen Sieg erringen würden. Der König hat mir den Schlüssel zur königlichen Waffentruhe anvertraut. Er sagte, er müsse unbedingt den Wächtern übergeben werden, sollte ihm etwas zustoßen. Habt ihr diesen Schlüssel noch? Der Erbauer hat wirklich Sinn für Humor, nicht wahr? Aber ich vermute, es ist so das Beste. Hätte ich ihn behalten, wäre er nun in Ben Lawrence Händen. Ich hatte Angst. Ich dachte, ich würde ihn auf dem Schlachtfeld verlieren und habe ihn deshalb im Lager versteckt. Bitte, er könnte noch dort sein. Wo? Der Schlüssel ist hinter einem lockeren Stein im Sockel einer Statue. Ich zeichne euch eine Karte, damit ihr wisst, wo ihr suchen müsst. Falls Überlebende der Schlacht unter euren Gefährten sind, solltet ihr sie mit euch nehmen. Ihre Erinnerungen an diesen Ort werden euch eine große Hilfe sein. Ich bedauere, dass ich euch nicht selbst begleiten kann. Es ist von größter Wichtigkeit, dass die Dokumente des Königs nicht in falsche Hände geraten. Ebenso wie Mareks Schwert. Es ist zu mächtig, um von diesen Monstern besudelt zu werden. Und das gilt auch für die anderen Waffen und die Rüstung des Königs. Und falls ihr Kaelins Leichnam findet, bringt ihn fort. Er war unser König. Er sollte nicht im Dreck der dunklen Brut verrotten. Und wo ist die Karte, blöder Pisser? Naja. Okay, da unten ist ein... Ach nee, das ist Ostagar. Nach Ostagar wollte ich jetzt eigentlich nicht direkt gehen. Ah, doch, Ostagar. Ah, ich war gerade wieder mit dem Hirn irgendwo anders. Ja, eigentlich schon, aber ich würde ganz gern vorher meine Gruppe umändern. Deswegen gehe ich sowieso erstmal ins Lager der Gruppe. Da wollte ich sowieso nochmal meine Runen reinsetzen in meine Waffen. Da wir nun zurück im Lager sind, würde ich gerne über die heutigen Geschehnisse reden. In Redcliffe. Was? Was? Ich will mir jetzt ernsthaft erzählen, dass ich, seitdem ich in Redcliffe war, ein ganzer Tag noch vergangen ist. Ja, ich weiß. Ich habe jetzt eine Weile darüber nachgedacht. Ihr habt zugelassen, dass Lady Isolde sich selbst opfert? Mit Blutmagie? Wie konntet ihr das tun? Hättet ihr stattdessen den kleinen Jungen töten sollen? Wir hätten zum Zirkel der Magie gehen können. Wir hätten uns mehr bemühen müssen, um eine Lösung ohne Blutmagie zu finden. So viel steht fest. Wir reden hier vom Sohn des Aals. Was wird er wohl dazu sagen, wenn wir ihn wiederbeleben? Er wird erkennen, dass etwas Wichtigeres auf dem Spiel stand. Nur nicht, wie ihr zu dieser Entscheidung fähig sein konntet. Ich schulde dem Aal mehr als das. Ich glaube, ich versuche mal zu überreden. Ihr habt recht. Natürlich habt ihr recht. Ich bin ein Esel. Ich hätte euch nicht derart in Frage stellen dürfen. Ach, warum belästige ich euch überhaupt damit? Ihr habt getan, was nötig war. Es ist nur so viel Tod. Schon gut. Hören wir damit auf. Bevor ich mich hier noch um Kopf und Kragen rede wie der letzte Idiot. Alistair minus 10. Jetzt mal ernsthaft. Was ist dein verdammtes Problem, Alistair?
So. Wo ist Alistair? Alistair, da. Habe ich hier nicht irgendwas für dich? Alistair, komm, irgendwas. Schriftrolle. Andrasts Segen. Vielleicht. Ich wüsste zwar nicht was, aber... Eine graue Wächterhandpuppe. Okay. Ja, ich habe hier einfach nichts, was ihm gefallen könnte, denke ich mal. Okay, ich muss einfach mal irgendwann mal nachgucken, was wem gefallen könnte. Ah, Morrigan. Habe ich für dich vielleicht irgendwas? Ich denke nicht wirklich, nee. Aber ich möchte hier ganz gern etwas verzaubern. Verzauberung? Verzauberungen. Verzauberung. Yeah. Okay, ausgerüstet von Liliana. Ich habe 2 Stück nur. Einmal Zauberresistenz. Ach, ich habe nur 2. Wirklich nur 2 Runen? Warte mal, das kann doch nicht sein. Zauberresistenz und Bewegungsgeschwindigkeit zu verringern. Ich habe nur 2 Runen gehabt. Verzauberung? Kann ich mal sehen, was du für Waren hast? Oh, selbstverständlich, gerne. Folgt mir einfach. Buch der körperlichen Methodik. Meister verfasste dieses Manuskript. Arkan-Methodik? Voraussetzung Magier? Krieger oder Schurke? Ich habe genügend Geld, um die beide zu kaufen. Nee, habe ich nicht. Das ist natürlich auch geil. Ich könnte aber den Bogen verkaufen. Das Schild. Habe ich hier noch irgendwas anderes zum Kaufen? Einen Rucksack. Und Waldläufer. Wer möchte bitteschön ein schönes Geschenk? Ein schönes Geschenk. Eine Halskette, die kann ich mal kaufen. Handbuch Waldläufer. Nee, dann kann ich den Rucksack nicht mehr kaufen. Ich kaufe jetzt den Rucksack. Dann fehlt mir trotzdem noch relativ viel Geld, um den Rest zu kaufen. Okay, ich wende jetzt erstmal diese Methodik an. Wo ist es? Aufgestiegen. Ach, das ist schon wieder so einer. Ach nee, diesmal ist es dieser wirklich richtige Skill-Tree hier. Okay, was skill ich da? Gebiet säubern? Ja, Gebiet säubern. Ich habe einfach zu wenig Geld. Ich meine, ich könnte es mal kurz versuchen. Morrigan... wenigstens so ein paar Sachen reinzudrücken an Geschenken. Die Sache ist halt die, ich weiß halt nicht, was... Ein schönes Geschenk. Plus 6 immerhin. Ich weiß halt nicht, was ihr wirklich gefallen könnte. Plus 1, naja. Okay, Wein schenke ich hier, glaube ich, nicht. Rebellenkönigin. Nee, nee, nee. Goldene Sense. Ich gehe halt davon aus, dass diese ganzen, ja, ganzen Alkoholgeschichten hier, die ich hier zur Verfügung habe, für einen Zwerg sind. Dämonenstatuette aus Onyx. Interessant. Okay, hat ihr auch nicht gefallen. Andrastes Segen wahrscheinlich auch nicht. Silbermedaillon. Okay, sind immerhin plus 6. Schwert der Gnade. Blue Satanschuhe. Bänderknöchel umfasst. Interessant. Okay, Lammknochen. Ja, okay. Das meinem Hund zu geben, ist jetzt nicht so wichtig. Kleiner Silberring. Interessant. Goldring. Einfach alles reinballern. Was geht? Alistair Puppe. Naja. Okay, der Gesang des Lichts. Ein schönes Geschenk. Verdammt. Okay, Liliana kann das gar nicht haben. Lehren der Kirche. Okay. Neue Fähigkeit, Liliana. Und was wäre Gruppenmitglieder einen mittleren Bonus auf Klugheit? Aber Liliana, wieso Liliana? Ich hab dir doch gar nichts gegeben. Naja. Schade, schade. Schade, schade, schade. Ich hätte ganz gern
Ja, mehr gekauft beim Händler. Ich lasse Shale jetzt einfach mal da stehen oder da rumstehen und nehme mal Alice da mit dafür. Weil er hat ja an der Schlacht teilgenommen. Und das ist so ein Punkt, den wir bedenken sollten. Und Kampf. Ein Beresgarn. Okay, krasses Teil. Krasses Teil.